Hallöchen und herzlich willkommen, und zwar gibt's hier natürlich wieder mal ein neues Update, Update 1.33.8. Ha, von daher würde ich sagen, werden wir da natürlich erstmal Action machen, checken natürlich erstmal unseren Ohnezahn, der hat natürlich wieder mal ein Ei mitgebracht, trotzdem man natürlich ein bisschen was anderes hätte mitbringen sollen, von daher würde ich sagen, werden wir das Ei erstmal freilassen. So, weil das Ding ist, wir haben hier schon drei Eier am Start, aus dem Grund würde ich sagen, werden wir das natürlich erstmal lassen und konzentrieren uns jetzt natürlich auf das Update, und zwar, was ist neu? Ich würde sagen, wir gehen einfach mal alle durch und checken da auf alle Fälle einfach mal die Lage. So, exklusive Drachen, Tod und Schokolade. Okay, könnte man sich holen. Dann haben wir ein Grünpaket, was man sich holen kann. So, das war aber vorher schon da. Dann können wir uns für 5 Tage und 23 Stunden, 38 Minuten und 50 Sekunden den exklusiven Gussbacke holen. Ist natürlich ohne Option. Ist natürlich hammercool. Wir können ja einfach mal hier rufieren. Hier sehen wir natürlich Gussbacke. Wie können wir das bekommen? Natürlich nur, wenn wir Drachenreiter sind. Dann sind hier natürlich nur andere besondere Drachen, der weiße Wind. Dann haben wir hier Melonenwild, okay. Dann haben wir Svens Albtraum mit am Start. Was haben wir noch? Dann, wie ihr sagt, Gussbacke. Wenn wir im Club der Drachenreiter sind, haben wir da auch eine Chance. Dann haben wir den Sumpfschläger. Okay. Weiter geht's mit Dragän. Also, das geht unheimlich allzu lange. Ich guck einfach mal nochmal. 3 Tage, 23 Stunden. Also, da müssen wir uns natürlich schnellstmöglich entscheiden, ob wir uns den holen oder auch nicht. So, was haben wir dann noch? Den Steinschnitter. Okay, wissen wir Bescheid. Und dann haben wir hier noch den Schockrachen. Mit am Start können wir natürlich auch nur bekommen, wenn wir hier im Club der Drachenreiter sind. So, dann habt ihr da erstmal einen kleinen Überblick bekommen, welche Drachen das sind. Dann haben wir hier natürlich noch erstens Korks, Ehrengrau, Wellenschläger. Also hier sind natürlich nochmal andere Drachen mit am Start, die wir uns holen können. Ich gehe einfach mal kurz hier durch. Also uns fehlen hier auf jeden Fall schon eine ganze Menge. Das seht ihr natürlich selbst, wenn wir hier einfach mal komplett durchgehen. Ich switch hier einfach mal komplett langsamer durch. Dann seht ihr auf jeden Fall, was für Drachen ich am Start habe. Welche mir noch fehlen. Ich sage jetzt aber hierzu erstmal nicht so wirklich was. Dann habt ihr auf jeden Fall erstmal einen Überblick, welche Drachen ich insgesamt am Start habe. Vielleicht habt ihr welche mit dabei, die ich noch nicht habe. Oder ich habe welche, die ihr noch nicht habt. Könnt ihr mal eine Kommentare schreiben. Wäre auf jeden Fall eine fette Sache von euch. Also ich würde mich auf jeden Fall riesig freuen. Dann sehe ich natürlich, wenn man die hier komplett hat, dann kann man natürlich hier eine Belohnung bekommen. Das ist natürlich auch eine geile Sache. Das heißt natürlich, wir müssen auf alle Fälle unsere Drachen weiter sammeln, um hier dann am Ende ein paar Pakete zu bekommen. Also geil wert natürlich, wenn da was geht. Aber ihr seht schon, das sind Drachen ohne Ende. Also hier kann ich auf jeden Fall scrollen wie ein Blöder, muss ich sagen. Also drachentechnisch sind hier natürlich eine ganze Menge am Start, die wir hier auf alle Fälle noch hier brauchen. Also wie gesagt, ich würde von euch natürlich gerne mal wissen, was für Drachen habt ihr, die ich noch nicht habe, und welche Drachen hab ich, die ihr noch nicht habt. Also wie gesagt, wäre ein cooles Ding von euch. So, wann endet denn das hier? Ey, das gibt's ja gar nicht. Also irgendwie nimmt das kein Ende. Das ist natürlich hammerkrass. Hier fehlen mir natürlich nur alle Drachen. Seht ihr natürlich selber. So, dann sind wir hier erstmal komplett durch. Ihr habt erstmal einen Überblick bekommen, was für Drachen ich am Start habe, welche mir noch fehlen. Dann würde ich sagen, so kommen wir natürlich nochmal zum Update. Hier waren wir schon. Das haben wir natürlich schon gecheckt. Da gehen wir hier einfach mal das Erbe von Tauwetter festspielen. Holen Sie sich diesen ambitionierten exklusiven Drachen. Okay, da können wir mal hier rufgehen. Was brauchen wir da? Ah, da müssen wir im Club der Drachenreiter sein. Sonst funktioniert das natürlich nicht. Aber wir können natürlich hier unten noch ein bisschen was reißen. 2 neue Schwärme suchen auf Bergschutz. Was für 2 Schwärme sind das? Ich würde sagen, da gucken wir natürlich erstmal nach. Und zwar gibt es diese. Wo haben wir da? Ah, ja. Kunterbunter. Genau, das sind sie. Und zwar sind das hier die neuen Schwärme, und zwar kunterbunte Kreaturen. Da gibt es den Eizahn, den Eisschneider, den Knabberhelm, den Lenzschatten, Schnüffelstein, den stürmischen Stichel. Dann haben wir hier bei dem Frühlings
Erwachen, da haben wir den dicken Schnupf, süßer Stich, Kupferkopf, Dornenschweif, Marienschneider und Ehrbar der Stoische. Okay. Wissen wir Bescheid, also sind insgesamt wieder mal 12 neue Drachen hier am Start. Ich werde natürlich später auf die Drachen genauer eingehen, aber wie gesagt, hier gibt es erstmal die kunterbunten Kreaturen versus die Frühlingserwachen. Also ich würde natürlich gerne mal wissen, welche findet ihr besser, wenn ihr die einfach mal euch so anseht. Wäre auf jeden Fall eine coole Sache, wenn ihr da mal was in die Kommentare tackert. Wir gehen jetzt aber erstmal zu unseren Eiern. Werden die natürlich erstmal hier ausbrüten und werden den Donnerpolter, den haben wir natürlich schon, von daher hier bereits im Besitz, können wir ihn freilassen. So, machen wir das erstmal. Dann würde ich sagen, wir mal das gleiche nochmal machen. Lassen das nächste Drachenei bzw. den nächsten Drachen frei. Den haben wir nämlich auch schon am Start. Da würde ich sagen, gehen wir auch auf freilassen. Checken dann natürlich den dritten hier auch gleich nochmal ab. Werden den erstmal öffnen. Okay, der rauchverschwindende Qualm, den hauen wir auch erstmal raus. Dann haben wir das erledigt. Dann würde ich sagen, werden wir natürlich uns erstmal hier um Berg kümmern. Schicken unsere Drachen natürlich erstmal komplett neu los. Und dann würde ich natürlich von euch noch wissen, was ist denn in dem Update neu? Was kann man hier neu machen? Also mir ist jetzt gerade noch nicht so wirklich was aufgefallen. Wenn ihr da eine Idee habt, tackert es auf jeden Fall mal in die Kommentare. Wäre auf jeden Fall ein hammercooles Ding von euch. Also wie ihr sagt, ich würde gerne mal wissen, was hier so neu ist nach dem Update. Vielleicht habt ihr da eine Peilung. Vielleicht könnt ihr da den einen oder anderen vielleicht noch ein bisschen weiterhelfen, der sich vielleicht die gleiche Frage stellt, die ich mir gerade stelle. Also wie ihr sagt, was ist hier neu nach dem Update? Was kann man hier anders machen? Was ist vielleicht besser geworden? Was ist vielleicht nicht ganz so cool geworden? Also wie ihr sagt, tackertet mal in die Kommentare. So, dann checken wir erstmal unsere legendären Drachen. Sammeln hier natürlich erstmal alle so weit ein, schicken den erstmal nochmal komplett neu los und switchen natürlich hier rüber. Aber der Immerflügler braucht natürlich noch eine Weile, von daher werden wir da natürlich erstmal abwarten und Tee trinken. Aber wir haben natürlich noch ein bisschen was anderes zu tun, und zwar haben wir hier unseren Muffel. Da würde ich sagen, gehen wir hier erstmal auf Warten. Dann switchen wir rüber zu unseren anderen reisenden Drachen. Gucken da natürlich nach, was haben die für uns. Vielleicht mit am Start. Okay, hier sieht es natürlich nicht so pralle aus, aber ist egal. Müssen wir durch, von daher würde ich sagen, werden wir hier erstmal alles einsammeln, was wir einsammeln können. Und zwar unsere 4 Runen nehmen wir natürlich erstmal mit, könnten den, wenn wir wollten, nochmal auf die Reise schicken. Ich würde sagen, das werden wir auch erstmal machen. Aber für was? Snoggle Talk, was haben wir hier? Was können wir hier bekommen? Ich würde sagen, wir probieren es einfach mal aus. Wäre natürlich eine Option. Einen Tag, 6 Stunden jetzt. Ich würde sagen, die 350 Runen investieren wir einfach mal und hoffen, dass da am Ende irgendwie was Cooles bei rauskommt. So, dann haben wir hier nochmal ein paar Dracheneier. Seht ihr am Start, also hier ist eins. Von daher hoffe ich natürlich, dass wir bekommen, aber ich glaube so, ja, dass wir das so ja schon am Start haben, von daher brauchen wir das nicht unbedingt. Klar, ist ein bisschen bitter, weil wir gerade schon ein paar Runen auf den Kopf gekloppt haben und natürlich beim letzten Mal hier auch schon, von daher naja, müssen wir mal gucken. Ich würde sagen, wir probieren es einfach nochmal, hauen hier nochmal 40 Runen auf den Kopf und checken dann natürlich hier unseren letzten reisenden Drachen, können hier natürlich auch nochmal am Rad drehen, können nochmal gucken, was hier am Ende dabei raus kommt. Okay, das Zahnrad nehmen wir natürlich erstmal wieder mit. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal auf einsammeln. Können den natürlich auch nochmal losschicken. Da brauchen wir... Oh, dunkler Abgrund. Was ist hier? Was können wir hier bekommen? Naja, ich würde sagen, das werden wir nicht investieren. Das ist erstmal so weit Quatsch. Von daher würde ich sagen, werden wir hier erstmal nochmal 2 Runen investieren. Haben dann unsere Drachen da so weit erstmal losgeschickt. Außer den Kollegen, den können wir natürlich auch nochmal auf die Reise schicken. Holzfäller, Hakenzahn könnte man sich natürlich auch holen. Aber das Ding ist, runentechnisch reicht es gerade nicht mehr so wirklich. Außer dem Drachenjägerlager. Was ist hier los? Müssen wir mal gucken, ob wir hier irgendwas... Das Ei, ich weiß nicht, ob ich das schon am Start habe. Von daher würde ich fast sagen, könnte man das eigentlich mal probieren. Also wie gesagt, was ist das für ein Ei? Das würde ich natürlich gerne mal von euch wissen. Habt ihr eine Peilung? Habe ich das vielleicht schon oder habe ich es noch nicht? Aber ich würde sagen, wir schicken den erstmal nochmal los, investieren hier nochmal 60 Runen. Dann haben wir auf jeden Fall runentechnisch extrem viel auf den Kopf gekloppt heute. Dann können wir hier natürlich erstmal die nächste Truhe einsammeln. Das werden wir auch erstmal machen. Ich mache mal kurz einen Screenshot, also wartet kurz. So, dann gucken wir hier nach, was gibt es hier? Okay. Sieht erstmal nicht so verkehrt aus, exklusiv. Nee, wollen
wollen wir nicht. Wir überspringen den ganzen Quatsch, schließen das erstmal wieder und checken dann natürlich ab, was wir hier noch so machen können heute. Und zwar brauchen wir hier noch insgesamt 2 Siege, da würde ich sagen. Werden wir uns darauf auf jeden Fall erstmal konzentrieren. Gehen hier natürlich erstmal in den Fight, würde ich jedenfalls vorschlagen. So, hier brauchen wir erstmal nochmal einen kurzen Download. Aber dann würde ich sagen, werden wir hier erstmal ein Paket einsammeln. So, öffnen das natürlich erstmal. Und holen uns hier natürlich die Drachen, die da drinne sind. Gehen dann natürlich erstmal in den Fight und gucken, ob wir hier hoffentlich den nächsten Sieg in Stufe Nummer 3 auf die Reihe kriegen. Ob wir den nächsten Sieg nach Hause holen. Also wie gesagt, ich bin gespannt, was hier in der Keilerei am Ende so geht. So, greifen wir erstmal den rechten Kollegen an. Warten dann ab, der Gegner ist dran. Da müssen wir natürlich erstmal gucken, was der so macht. So, was machen wir dann? Dann nehmen wir erstmal auf den hier. So, dann würde ich sagen, gehen wir gleich nochmal auf den. Warten jetzt erstmal nochmal kurz ab. Alles klar, wissen wir Bescheid. Jetzt könnten wir eigentlich mit der Aktion hier erstmal punkten. Und dann müssen wir warten, was der Gegner macht. Was macht er? Haut er erstmal was drauf? Yo, ich hab's mir gedacht. Aber erstmal sieht's ja nicht so verkehrt aus. Oh, der war bitter. Der war richtig bitter, dass der Gegner da natürlich erstmal ausgewichen ist. War nicht ganz so cool. Wir greifen erstmal so an und hoffen, dass wir bei allen 3 Drachen hier irgendwie durchkommen. So sieht's aus. Hat erstmal funktioniert. Das heißt natürlich, der Gegner ist gleich wieder dran. Wir kloppen den erstmal weg. Oh, nee, der weicht wieder aus. Ist natürlich jetzt nicht so geil. Jetzt werden wir auf jeden Fall einen Drachen verlieren, bei unserem Glück. Vielleicht auch nicht. Ja, jetzt haben wir den erstmal getroffen. Das war wichtig. Doofes. So habe ich es mir gedacht. Wir werden jetzt erstmal einen Drache verlieren. Das ist natürlich nicht ganz so geil. Ich würde sagen, wir greifen mit der Aktion erstmal an und stärken uns selber erstmal wieder. So, dann müssen wir gucken, was macht der Gegner. Der hat natürlich Aktionspunkte technisch hier richtig was am Start. Das heißt natürlich für uns, wir müssen hoffen, dass hier was geht. Aber das Geile ist, wir sind jetzt nochmal 2-mal hintereinander dran. Da würde ich sagen, hauen wir die Aktion erstmal raus. Stärken uns gleich nochmal. Und werden dann mit der Aktion hier auch gleich nochmal punkten. Oh, ausgewichen. Das heißt natürlich, wir müssen weiter Geduld haben, weiter abwarten und gucken, ob wir den Sieg nach Hause holen. Aber ich denke, eigentlich sieht es ja relativ gut für uns aus. Und, jo, den Sieg haben wir. Das heißt natürlich, wir brauchen nur noch einen Sieg, um dann am Ende hier auf unsere Pokale zu bekommen, um auf unsere Pokale zu kommen und um am Ende natürlich das nächste Paket zu bekommen. Von daher denke ich, sind wir auf einem guten Weg. Also ich habe hier eigentlich erstmal keine Bedenken. Aber wie gesagt, wir müssen abwarten, was für ein Gegner wartet da auf uns. Da haben wir natürlich das nächste Paket, was wir hier öffnen können. Ich mache mal kurz nochmal einen Screenshot. So, dann öffnen wir das erstmal. Gucken hier natürlich erstmal rein. 11-mal der leuchtende Fluch, 9-mal der Reißzahn als Elite-Drachen, dann 1-mal den heroischen Zahnhaken. Und dann würde ich sagen, werden wir natürlich so ein 3-Stunden-Paket auch gleich nochmal öffnen. So, gucken da gleich nochmal rein. Was gibt es hier für uns? Erstmal 2-mal der wahnsinnige Zipper, 2-mal der flüsternde Tod, 1-mal der Holzklau. Und dann würde ich sagen, gehen wir natürlich erstmal nochmal in den Fight und gucken, ob wir hier, wie gesagt, den nächsten Sieg nach Hause holen oder ob es am Ende dann doch nicht so wirklich was wird. Also wie gesagt, ich bin gespannt, aber ich denke, wenn alle Dude läuft, könnten wir hier so ja den Sieg nach Hause holen. Also wie gesagt, wenn alle Dude läuft. Darauf kommt es natürlich an. So, dann holen wir die Aktion nochmal ruf und dann sieht es eigentlich erstmal ja nicht so verkehrt aus, weil die Wahl der erste Gegner hat hier natürlich schon den halben Balken weg. Von daher, globig eigentlich, sieht es wie gesagt relativ gut aus, aber ich sehe auch gerade, Alter, wie geht der denn ab? Der Typ, der hat uns natürlich auch richtig auseinandergerobt. Die Koffer reicht. Jo, den kloppen wir erstmal weg. Das heißt natürlich, wir werden jetzt erstmal das so machen. Und dann würde ich sagen, wir werden mal gleich nochmal angreifen.
Oh, da weicht da gleich nochmal aus. Jetzt müssen wir natürlich abwarten. Ich denke, wir verlieren eh einen Drache. So sieht's aus. Ich hatte natürlich nicht Aktionspunkte technisch genug am Start, um dann hier unsere Heilung durchzuführen. Das war natürlich ein bisschen mies, war ein bisschen bitter, aber wir kommen damit durch, haben somit nur noch einen gegnerischen Drache hier am Start, der uns am Ende gefährlich werden kann. Jetzt werden wir erstmal so angreifen, wie wir wollen. Also da müssen wir uns mal überlegen. Oder einfach mal abwarten, was passiert. Oh, das war ja nicht so verkehrt. Das heißt natürlich, das war den Gegner. So gut. Wie besiegt haben. Oh, da weicht er nochmal aus. Das heißt natürlich, wir müssen hiermit jetzt durchkommen. Kommen wir hoch. Das heißt natürlich, der nächste Sieg ist am Start. Die nächsten 30 Pokale haben wir hoch. Insgesamt haben wir jetzt die 150 Pokale zusammen. Was dann für uns natürlich bedeutet, dass wir Grobians Paket bekommen haben. Das ist natürlich auch eine geile Sache. Von daher würde ich sagen, gucken wir da natürlich rein und checken erstmal ab, was wir in dem Paket so finden. So, das lassen wir erstmal, das können wir später öffnen. Dann würde ich sagen, gehen wir, wie ihr sagt, hier erstmal ruf, checken hier die Lage, erhalten jetzt erstmal unsere Runen. Hier nochmal ein paar Runen, hier gibt es natürlich auch nochmal ein bisschen was für uns. Und dann würde ich sagen, können wir natürlich erstmal das Paket hier öffnen und gucken, was da am Ende bei rauskommt. Ich mache nochmal kurz einen Screenshot, also wartet kurz. So, dann würde ich sagen, checken wir das Paket. Hier mache ich auch nochmal einen kurzen Screenshot. So, dann wie gesagt, wir öffnen das erstmal, checken hier die Lage. 10 Mille Fisch, 5 Mille Holz, 5 Mille Fisch, eine Rune und 20 Mille Holz. Da haben wir erstmal ein bisschen was bekommen. Dann würde ich sagen, was haben wir natürlich noch zu tun? Und zwar würde ich natürlich schon gerne noch den ein oder anderen Drache suchen. Ich weiß nicht, wie sieht es hier aus bei Gussbacke. Da müssen wir natürlich erstmal Drachenreiter sein. Das heißt natürlich, da müssen wir erstmal, wie gesagt, abwarten. Von daher denke ich, dass wir unseren Ohnezahn erstmal hier zu Hause lassen. Oder haben wir vielleicht noch irgendwas verfügbar an dem Tag? 21 Stunden. Könnten wir jetzt erstmal nochmal einen anderen Drache suchen. Erstmal auf nicht in Besitz und dann würde ich sagen, gucken wir hier einfach mal durch, was wir hier vielleicht noch suchen können. Ich meine, klar, cool wäre natürlich, wenn wir hier nur den ein oder anderen coolen Drachen finden. Jeden Tag 2 Stunden. So. Ich würde sagen, wir werden die Donnerklaue suchen. 23 Stunden dauert es. Drückt mir die Daumen, dass da was geht. Vielleicht haben wir Glück. Also wie gesagt, unser Ohnezahn ist jetzt on Tour. Wir lassen uns einfach mal überraschen. Können hier nochmal kurz nachgucken. Hier gibt es aber nicht so wirklich was. Was haben wir hier? Naja, hier ist auch nicht so wirklich was los. Unsere Drachen sind alle neu losgeschickt. Das heißt natürlich, hier haben wir 3 Drachen im Training. Wir müssten uns natürlich noch einen suchen, den wir noch trainieren könnten. Da würde ich sagen, wir haben mal den hier gleich mal neben unseren Höhlenbrecher und schicken den für 44 Minuten gleich nochmal zum Training. So, hier haben wir auch noch einen im Training bei Valka. Das heißt natürlich, da müssen wir uns noch knappe 24 Minuten 30 Sekunden gedulden. Hier müssen wir noch 16 Minuten 45 Sekunden warten. Dann ist der nächste Drache zurück. Also wie gesagt, erstmal sieht es gut aus. Wir sind aber eigentlich für heute auch erstmal so weit durch. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Will natürlich immer noch wissen, was ist hier in dem Update anders. Frühzugang, okay, 21 Stunden, 21 Minuten. Da geht es natürlich erstmal los. Für Drachenreiter können natürlich schon früher loslegen und können dann hier natürlich Action machen. Also wie gesagt, tackert mal was in die Kommentare. Wir sind durch. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss. Jetzt könnt ihr das Video noch teilen, einfach hier klicken oder den Link in der Videobeschreibung benutzen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass ein Like da. Bei Fragen kannst du gerne kommentieren und anschließend natürlich abonnieren. Das war's für heute, bis zum nächsten Mal. Ciao.